90 Meilen weiter entfernt. Steht Jalan gerade wieder auf, kann sich seine dreckige, schmutzige und blutige Robe glatt streichen. Neben dir Magier, einige von den Schwertern Borberats und ein Prälat-Oberst der Schwerter Borberats. Ein Mann ungefähr 40, würdest du sagen, mit scharfen Gesichtszügen und einem Kaiser-Alrik-Bart im Gesicht, der dich mustert und dir zunickt, freundlich, höflich. Nun, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist der Baron von Wickrath, der Prälatoberst der Schwerter von Borberath, und ich begrüße euch in unserem Heerlager. Auch wenn ich darüber Bescheid weiß, warum ihr hier seid, so ist es mir doch eine große Ehre. Jalan, Greifenmund, Goldhand. Ohne Hand? Verzeiht. Während ich mir gerade noch ein wenig Zeit damit verschaffe, indem ich mir erstmal die Reste meines Überreste meines Frühstückes aus dem Bad friemle, besinne ich mich auf das, was Alric Sijian gesagt hat, denke mir, spielen wir mit. Schicke ich ihn an und wedle ein wenig mit dem Stumpf. Ja, sagt, was ihr wollt, es kommt aufs selbe. Ihr blutet noch, verzeiht. Das möchte ich doch einmal. Wir möchten euch keine Umstände bereiten. Er legt dir seine behandschuhte Hand an den Stumpf. Allein die Berührung tut weh. Und wenn er dann ansetzt, seine Hand einmal schwarz und rot aufglüht und du einen beißenden Geruch bemerkst, kannst du sehen, wie er dir wohl den Stumpf magisch-borberadianisch wegbrennt. Sodass du zwar nicht mehr blutest, aber die Wunde versiegelt ist. Hermann bringt unter Mühe ein Danke zwischen den Zähnen hervor. Ab der Schmerzen kann man zum Glück vermutlich nicht bemerken, dass ihn etwas anderes gerade quält. Nun, das ist die Wehranlage. Dort befindet sich der Wehrturm, die Siedlung, das Zollhaus. Wir haben eine gute Gaststube, genannt zum Zollhaus, aber ich glaube, das ist von euch von weniger Interesse, da ihr nur unfreiwillig unser Gast seid. Aber dennoch, wir sind uns gewahr darüber, wer ihr seid, und daher lassen wir euch eine besondere Behandlung zukommen. Ihr müsst verzeihen, Prälat Oberst, ja? Prälat Oberst, korrekt. Prälat Oberst, ich und mein Gastgeber hat leider vernachlässigt, mir zu erläutern, was genau der Zweck meiner. Nun, Zweck, Sinn und Zweck ist, dass ihr vor allem nicht befreit werdet, denn wir sind uns darüber gewahr, dass ihr nicht alleine reist, sondern stets in Begleitung. Die Helden, so sagt man, ganz auf den Spuren der sieben Gezeichneten, hä? Aber die sind ja mittlerweile auch gestorben. Blicke mich mal unter seinen Gefolge um. Da werdet ihr aber ein paar mehr Leute brauchen. Auch das wisst ihr, ja? Nun, ich denke, dass wir das noch unter Kontrolle haben, auch wenn auf der anderen Seite der Fürst Komtur sitzt, der ebenso berühmt ist wie ihr. Hattet ihr bereits das Interesse? Persönlich nein. Man hört aber nur das Beste. Nur das Beste. Wir sind Nun. zumindest gar froh, dass wir noch die Brücke gegen ihn halten konnten. Limbus Magie sei Dank. Eure Aufgabe ist es also, mich freundlichst zu bewirten und sicherzustellen, dass mich niemand, Mangelung eines besseren Wortes, stiehlt, ja? Das ist so korrekt. Ihr seid von hohem Wert für uns. Eine der neuesten Sammlungen in Xerans unermesslichem Schatz. Ah. Ich nehme an, ihr. Du blickst dich ein bisschen um. Hinter dir leicht versetzt kannst du wohl eine Obristin der Magdalenata erkennen, die vor Grausamkeit mit ihren zerfledderten Haaren nur so strotzt. Sie erinnert dich vielleicht ein bisschen an die Frauen, die dieser merkwürdige Ferkiner in Fasar hatte, der ebenso riesig war. Der Hornbruder von Raphim, die hatte ja auch diese Frauen dabei, nur sie sieht unglaublich grausam aus, wie ein eiserner Schmetterling, würdest du fast sagen. Und auf der anderen Seite, wenn du dich zur anderen Seite umblickst, kannst du einen Obristen der Humeria erkennen. Einen gewaltigen Krieger, der dich mit seinen merkwürdigen Stielaugen anstarrt. Alles an ihm, du guckst ihn dir an, aber allein sein Auge oder seine Augen sind so. Dieser starre Blick. Und du wendest dich wieder ab und schaust dann zu dem noch mit am vertrauenserweckendsten Baron von Wickrath, dem Prälatenoberst, der als Mensch hier tatsächlich wohl noch am meisten beruhigt. Verzeiht. Nun, wenn dies eure Wehranlage ist, seid ihr sicherlich einigermaßen stolz darauf, wenn ihr mir doch vielleicht eine kleine Führung gestatten würdet.
Eine Führung? Nein, verzeiht. Das lässt meine Zeit nicht zu, aber wir werden euch im Gasthaus unterbringen. Ich denke, im Keller ist noch etwas Platz für euch. Wenn ihr etwas zu essen wünscht, dann sagt es einfach. Ich denke, wir werden etwas Bier und eine gute Suppe für euch auftreiben können. Wir wollen ja nicht, dass ihr verhungert. Natürlich doch, natürlich doch. So wirst du von einem der Wachen gepackt, dein Arm stumpft, der immer noch pocht. Du fühlst so einen geisterhaften Schmerz und versuchst so noch mit deinem rechten Arm auch die Finger zusammen zu pressen, aber es gelingt dir einfach nicht. Da ist immer noch dieser Geisterschmerz in deinen Fingern, in deiner Hand, da wo das Gold mal war. Du erinnerst dich noch zurück, wie sie ehemals schwarz geworden ist, der Schmerz von Yamish Akwam, der in deiner Hand noch strahlt, aber die Hand ist weg, sie kann gar nicht wehtun. Du gehst vorbei an einigen kleinen Kindern, du würdest sagen 10, 12 Jahre, die dir merkwürdig bekannt vorkommen. Und auch sie erinnern dich wieder einmal an Yamish Akwam, denn damals hast du sie das erste Mal erblickt. Der Oh je. Kerotorot-Splitter. Oh je. So wirst du in das Gasthaus gebracht. Und dort, nachdem du der Inhaberin kurz vorgestellt worden bist, in den Keller gestoßen. Dort angekettet mit einem großen Eisenring, der dich vielleicht ein bisschen an den Eisenring erinnert, den du von den Magiern kennst, auch wenn er aus rostigem Unmetall besteht. Und dir wird eine Suppe mit etwas Brot hingestellt, ein großer Krug mit Bier. Danke mich höflich bei der, ich nehme an, Wirtin, die das runterbringt. Und warte dann, bis sie fort ist. Wie viel Bewegungsfreiheit habe ich an diesem Ring? Also hänge ich an der Kette oder bin ich irgendwie, sitze ich irgendwie direkt an der Wand und kann nicht aufstehen? Also, du würdest sagen, so 1 Meter. Ja. Ignoriere das Essen erstmal, aber vermutlich werde ich es nicht länger als einen Tag lang oder so aufrechterhalten können. Sehe mich ein bisschen in der Zelle um, also taste die Wände ab, schau mal, ob hier irgendwas rumliegt, ob Steine locker sind. Wie die. Ja, Gibt es ein Fenster du nach kannst, draußen? nee, ein Fenster gibt es nicht. Es ist wie gesagt so ein Gasthauskeller und ganz typischer. Ein paar Kartoffelsäcke, die du erkennen kannst, große Fässer mit Bier, die an der Wand stehen, und wo von wo man dann abzapfen kann, wo noch einige Weinregale, die hier angebracht sind, einige Zwiebeln, die hier aufgereiht sind. Also es ist ein typischer Keller eines Gasthauses. Hat man mir Besteck gegeben? Ein Löffel. Okay. Also damit kann man sicherlich keinen erdolchen, es ist kein Messer, es ist keine Gabel, es ist ein Löffel, aber damit kann man halt Suppe essen. Ist. Wie gesagt, ich glaube, ich werde mich zumindest diesen Tag lang der Suppe verweigern, bis dann die besseren Sinne vermutlich morgen überhand nehmen werden. Aber ich werde versuchen, den Löffel einzustreichen. Kannst du machen. Besteht aus Holz, nicht aus Ah, Metall. okay, dann ist. Ja, dann ist mir egal. Ja, also natürlich kann man auch aus Metall, Versuch war es wert. Versuch aber war es wert. der Löffel an sich ist aus Holz. Also da wird jetzt niemand Metalllöffel herstellen, weil das ist einfach zu teuer. Die Stunden verstreichen und die anderen Helden segeln auf ihrer kleinen Galeere den Fluss nach oben, bis sie irgendwann mitten in der Nacht anlanden, Huck dann das Zeichen gibt und ihr in einem der. Ihr seid noch kurz vor Borowein wohl. Könnt ihr anlanden auf der linken Seite des Flusses. Dort, wo es wohl keine weiteren Hütten oder Häuser gibt, sondern nur sumpfigen Morast und einige kleine Wälder. So, Signorina, Signora, wir machen hier etwas Rast, etwas Ruhe. Unsere Ruderer müssen schlafen und so. Was für eine bezaubernde Gegend. Ich habe sie vermisst. Ja, sí, Signore, das ist wahrlich nicht alle Antwort, aber Dobrian, willkommen und so. Kommt ihr denn überhaupt noch weiter mit eurem Schiff? Es ist schließlich eine stattliche Galeere. Sí, die Tobimora ist groß und breit, aber weiter als nach Eslemsbrück würde ich nicht fahren, denn Eslemsbrück ist wahrlich gefährlich. Es gibt zwar eine Brücke, sprechender Name, aber no, Signorina, Eslemsbrück ist böse. Noch gefährlicher Nein. als Warung und Yol'Gurmak. Tatsächlich. Sie, Signorina. Nicht, dass sie so weit gewollt hätten. Aber was ist dort? Die 13-stufige Pyramide. Ah, der neue Nekromantenrat. Sie, Nun, es ist schon viel älter. dort sammeln sich die Grenzen.
Eine neutrale Hafen ist das nicht, aber Xeranien, Varunkai und die Yogur-Makschen transsilianischen Lande enden dort und vereinigen sich dort. Verstehe. Kein Ort, wo man gerne hinkommen möchte. Isorund wollte etwas sagen? Oh, bereits bei Borbarats Schlachtzug hat er dort etwas errichten lassen. Seitdem wird daran gebaut. Es scheint irgendein unheiliger Ort oder unheilige Energien sich an diesem Ort zu konzentrieren, weswegen er den ausgesucht hat, um dort etwas errichten zu lassen. Und anscheinend wird dort noch weiter daran gebaut. Ja, erinnerst du dich noch an die Karte, die dir damals dein Mann gezeigt hatte? Also ja, natürlich. Möglicherweise kreuzen sich dort einige Linien. Davon gehe ich aus, aber es sind keine Linien mit guter Energie. Nein. Es ist ein magischer, mystischer Ort, aber ein dunkler. Ja, Bulltox, wenn wir hier Pause machen. Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Mal schauen, ob wir hier ein Örtchen finden, dem ich, nun ja, mich dann verabschieden würde. Ich begleite euch gerne. Ja, wenn ihr wollt, können wir einen Segenskreis machen. Oh, das ist sehr nett. Das würde mich freuen. Ein bisschen schaden kann es ja nicht. Denkt einfach an euer Lieblingselement. Ja, ja, Blut. Ich hole mein Opfer durch. Nein, 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 nein. Die Elementare mögen das gar nicht. Ja, aber der Segenskreis mag das. Ja, aber müssen ja auf die Elementare Rücksicht nehmen, nicht auf den Segenskreis. Wir machen den Segenskreis einfach ohne Opfer durch und ja, aber das wird Chor nicht gefallen. Ja, aber Chor ist ja nicht die Elementare, ja? Nö, ja, das ist schon richtig. Ja. Aber ich probiere es ohne Blut, will aber nichts versprechen. Das wird auch so klappen, ich bin mir da ganz sicher, ne? Ja. Oh, ganz neue Traditionen hier heute. Ja, öfter mal was Neues. Das darfst du den anderen Zwergen nicht verraten. Das ist nicht wirklich zwergisch. Motto, aber... Ha. Naja, ich habe mich ja auch mit dem Wasser eingelassen. Und da muss man ja flexibel sein. Oh, das war ein Zwergenwitz. Oh, ich hab's noch bemerkt. Oh. Ich war noch rechtzeitig. Weil Wasser und flexibel, na? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, also, dann lasst uns doch mal einen passenden Ort suchen. Ja, und dann würde ich mich mit der Kraftlinienmagie 1 mindestens auf mein Gespür verlassen und mal schauen, ob ich hier in der Nähe irgendeinen Ort finde, den ich für besonders geeignet halte, um einen Weg durch Sumus Leib bzw. den ersten Weg durch Sumus Leib zu gehen. Ja, eine Kraftlinie findest du nicht, aber einen Weg durch die Erde, den wirst du sicherlich finden. Gut, und dann würde ich, wie schon angesprochen, mit den anderen noch einmal im Kreis stehen. Ich würde sie dann alle nochmal anschauen. Nun, das kann jetzt ein paar Stunden dauern, je nachdem, wie lange ich brauche und wie stark der Astraltrank ist. Ja? Aber, naja, ich komme auf jeden Fall wieder hierher. Bitte wartet auf mich. Das werden wir. Sulamin, vergiss nicht, unserem guten Freund auszurichten, dass ich an den Quellen auf ihn warte. Ja? Ich werde es ihm sagen. Na gut, also ich werde schon da sein, wenn du mit ihm Kontakt aufgenommen hast, aber ja. Dann würde ich mich noch einmal von allen verabschieden, weil man weiß ja nicht, ob man sich wirklich wieder sieht oder ob was Schlimmes unterwegs passiert. Und ja, dann würde ich den Weg durch Sumus Leib wählen. Ich würfel jetzt exemplarisch mal eine Probe. Das sieht sehr gut aus. Gute Reise, Boltax. Und grüßt Leertmann von uns.
Soll ich noch was ausrichten? Ja, linker Haken. Linker Haken. Und mit den Worten verschwindet Wolfax im Boden. Nun, wie viel Zeit wollen wir ihm geben? Naja, 2 Tage. Gut. Vielleicht sollten wir ein Lager oder so etwas aufschlagen. Ja, das hätten wir vielleicht den Geoden machen lassen sollen. Ich denke, wir bekommen es auch so hin. Bogdan, wir bleiben hier. Sie, Signore. Männer, wir bleiben hier. Wir wollen mit Uktan weiter den Fluss hinaufsegeln, rudern, oder? Ja, vielleicht können wir sein Schiff nutzen für eine Ablenkung. Ich dachte, wir bleiben hier und warten auf Boltax. Natürlich, aber danach. Wenn wir danach zu Fuß weiter wollten, dann hätte Uktan... Naja, dann hätten wir uns morgen früh verabschieden können. Wir wollen seine Zeit schließlich nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Ich denke nicht, dass wir den ganzen Weg hinaufrudern sollten. Das wäre vielleicht zu auffällig. Wir wollen ja versuchen, möglichst ungesehen nah an das Heerlager heranzukommen. Ich werde jetzt erstmal zusehen, dass ich tue, was ich Boltax versprochen habe und Leatmann Bescheid geben. Denn wir wissen nicht, ob er direkt an den Quellen ist oder ob es einfach ist, dorthin zu gelangen. Und er soll ja Bescheid wissen. Dann einfach mal Liturgiekenntnis. Für die göttliche Verständigung. Ja, ich denke, das sollte klappen, oder? Ja, doch, klar. Muss man, glaube ich, nicht so diskutieren. Kein Unheiligtum in der Nähe, keine Paktierer oder so. Was möchtest du schicken? Ich habe alle meine 16 Punkte übrig. Das heißt, davon hängt die Wortzahl ab. Also macht ihr erstmal weiter. Zulamin setzt sich erstmal hin und wiegt sich vor und zurück, summt leise und ich sage euch dann gleich die Botschaft. Ja, ich würde mich dann irgendwo auf Deck wahrscheinlich auf eine Ecke setzen und mal gucken, also Richtung am Bug wahrscheinlich eher und mal Richtung Esklandsbrück, also den Fluss hinauf gucken, ob so irgendwelche Schiffe uns entgegenkommen. Haben wir eigentlich Positionslichter oder sowas? Ja, selbstverständlich, Positionslichter habt ihr, die brennen vor allem da auf dem Achterdeck, aber dir kommt nichts entgegen, euch kam nichts entgegen, also die Tobimora wird aktuell nicht befahren, weder von Piraten noch von irgendwas anderem. Das liegt vielleicht am Krieg, vielleicht am Fluss, ihr wisst es nicht. Ja, dann würde ich mal meinen Rucksack kramen und dieses Buch rausholen von diesem Bobadialpriester Zoban dem Roten. Die Prophezeiung der letzten Tage ist, glaube ich. Ja, du fliegst das Buch und dir fällt auf, dass es wohl endet. Er hatte die Seite nicht mehr ganz zuheften können, aber du hast jetzt sie noch gegriffen. Die Seite, die er sich gegriffen hatte und sie prophezeit, das letzte Ende. Ein Paktierer gerichtet durch den Dolch im Rücken. Du denkst kurz zurück an sein eigenes Ende und das ist tatsächlich sehr treffend. Während er die Feder nicht einmal mehr absetzen konnte, guckst noch auf die krakeligen Verwischungen. Das ist das Letzte, was er geschrieben hat. Ich schmunzel dabei und ja, blätter mal nach vorne. Ja, du kannst dir seinen Weg angucken, wie er gefallen ist, wie er seinen Weg in die borbradianischen Gilden gegangen ist, wie er Borbrad kennenlernen durfte und wie dann Xeran die Kirche gegründet hat. Es ist so eine Art, ja, Lebens... Es ist eine Biografie. Ja, was ich zu Ende gelesen habe, oder die wichtigsten Passagen wahrscheinlich, steckst du dir ein und was tun wir jetzt die ganze Zeit? Das hasse ich am meisten am Krieg. Das Warten. Isarun. Ja. Was tut ihr? Ich sitze mit Rafim über der Karte und wir denken darüber nach, von welcher Seite wir am besten in dieses Heerlager eindringen können. Interessant. Habt ihr schon eine Idee? Ja, ich glaube, hier an dieser Stelle ist ganz gut. Das scheint da ein bisschen mehr bewachsen zu sein.
Also, wenn ihr mir 400 Mann gebt und 20 Kampfmagier, dann räumen wir dir auf. Nun, ich fürchte, diese Ressourcen stehen uns nicht zur Verfügung. Ich befürchtete Ähnliches. Wo Gialan gefangen gehalten wird? Nun, vielleicht in einem Käfig, sodass er immer, gefoltert und verhöhnt werden kann. Ich glaube, das machen sie gerne. Ich frage mich, was Xera mit ihm vorhat. Er wird ihn wohl ausquetschen wollen. Vielleicht ist dies eine Falle für uns. Ja, habe ich auch schon gedacht. Wir sollten da nicht alleine reingehen. Wir sollten uns vorher den Verrückten auf der anderen Flussseite. Wie heißt der nochmal? Hafax. Hafax, richtig. Wir sprechen mit dem. Der soll eine Ablenkung starten. Wir starten eine Ablenkung, er startet seinen Angriff. Währenddessen befreien wir Yalan. Schau mal Isarun fragend an. Isarun wirkt gerade sehr abgelenkt. Sie hat die Augen zusammengekniffen und stiert in die Ferne. Das klingt nach einem Plan. Psst, seid mal leise. Seht ihr das Licht dort? Am nördlichen Flussufer? Ich heb mal meinen Kopf. Das sieht aus wie eine Laterne. Die Rebellen? Möglich. Ich gucke mal auf das Licht, ob das irgendwelche Signale gibt, also ob da jemand eine Hand davor hält oder und sie wieder wegnimmt. Ja, es bewegt sich auf alle Fälle. Und wenn du genau hinguckst, kannst du tatsächlich auch sowas wie Morsezeichen sehen. Füchsisch. Irgendwelche Signale scheinen die zu geben, aber ich verstehe nicht, was die wollen. Ja, was vielleicht wollen die denn? Mal nachsehen. Ich kann Füchsisch. Auf der anderen Seite steht wohl jemand, der Spenden sammelt für Schlaflose. Ja, das sind die Rebellen. Der fragt hier wieder, er sammelt Spenden für die Schlaflosen. Vielleicht sollten wir antworten. Mhm. Wer schläft sündig nicht? Ja, ich kommt schlamm da nicht immer. Noch eine Frage dazwischen? Diese Runde erinnert sich. Habt ihr schon einen Schlaflosen gesehen? Ihr habt recht. Ich schlamme mal eine Laterne und würde das dem Mann dann morsen. Wirf mal auf Füchsisch. Oh, scheiße. Ja, hier, mein Freund. Nimm sie. Ja, und kurzer Zeit später dann noch die Antwort, wer schläft, sündigt nicht. Damit die Parole abgeschlossen ist. Sollen wir mal mit denen reden? Nun, die kennen sich am besten ergehend aus. Sie wären hervorragende Kundschafter. Ja, wir bringen auch am besten die Karte mit. Vielleicht haben die ja irgendwelche Kontaktleute in der Nähe. Ja, also Fragen kosten nichts. Signorina, ich habe gesehen, auf der anderen Seite gibt es wohl eine Laterne. Das ist mir unheimlich. Sollen wir sie wegmachen? Ja. Nee, das sind diese Rebellen. Wir setzen in dem Beiboot über. Ihr könnt das Beiboot haben, aber seid vorsichtig mit dem Schleim hier. Oh, wir bemühen uns. Der sieht ja wirklich unappetitlich aus. Boote fahren Probe. Währenddessen ist Zulamin geordnet und kann ihre Nachricht übermitteln. Zulamin sitzt da an der Stelle, wo Boltax verschwunden ist und denkt an Leatmon, mit dem wir ja einige Zeit verbracht haben, und vergegenwärtigt ihn sich. Seine Mimik, seine Gestik, seine... Siehst ihn, wie er dort sitzt bei dem kleinen Krokodil im Inneren, wie er mit ihm philosophiert, redet, streitet, lacht. Ja, und während sie ihn sich vorstellt, reicht sich ein leises Lächeln auf ihre Lippen bei der Erinnerung. Und viele Meilen von hier hört Leatmon, wo auch immer er gerade sein mag, in seinem Kopf die Worte: Boltax erwartet euch zur Stunde mit dem Krug an den heiligen Quellen von Ilsur.
Reine schütze euch, Leertmann. Du schickst die Nachricht los und bist überzeugt, dass Reihe diese Nachricht weiterleiten wird, so Pereine will. Derweil bist du abgelenkt. Rafim schlägt wohl mit seinem Paddel irgendeinen großen, roten Würgetentakel tot. Es ist wohl eine Feuerqualle, die an der Bordwand hochklettern wollte. Und nachdem ihr diese kleine Begebenheit hinter euch gebracht habt und auf der anderen Seite anlandet, könnt ihr jemanden dort erkennen, der in der Dunkelheit steht. Ein Landstreicher, würde ich dir sagen, der dort mit einem Strohhut im Gesicht steht und merkwürdigen Holzschuhen